U20 Nati-Spieler Adria Berami gehört zu den grössten Verteidigerhoffnungen der Schweiz. Nun will uns Albanien das Benfica-Talent gleich zweimal wegschnappen. 1-3 Adria Berami spielt für die U23 von Benfica Lissabon. Imago, der 19-Jährige, spielte schon für die U-Nationalmannschaften der Schweiz und Albaniens. Imago Images und Globale Images absolviert die Jugendabteilung bei YB. Darum geht der Berner Adria Berami steht im Kader der Schweizer U20 Nati. Gleichzeitig wurde das Benfica-Talent aber auch von der albanischen U21 und der A-Nationalmannschaft aufgeboten. Der 19-jährige Verteidiger scheint sich vorerst für Albanien entschieden zu haben. Nach 1,5 Jahren Corona-Pause gibt die Schweizer U20 Nati ihr Comeback. In Wil trifft das von Bruno Berner betreute Team auf Rumänien. Nachwuchstalente für die beiden wichtigen EM-Quali-Spiele gegen Wales und die Niederlande im Kader von U21 Trainer Mauro Lustrinelli keinen Platz finden, sollen so trotzdem Länderspielerfahrungen sammeln können. Auf der 23 Spieler umfassenden Kaderliste lässt aber ein Name aufhorchen: Adria Berami. Der 19-Jährige, der die YB-Nachwuchsabteilung durchlaufen ist, spielt seit 2018 für die Jugendmannschaften von Benfica Lissabon. Aktuell gehört der Innenverteidiger in der U23 der Portugiesen zum Stammpersonal und trainiert in der Vergangenheit immer mal wieder mit der ersten Mannschaft Champions League Viertelfinalisten. Neben dem Schweizer Pass besitzt Berami auch die albanische Staatsbürgerschaft und die Albaner sind richtig heiß auf unsere Abwehrjuwel. Denn für die Länderspielpause hat der Langenthaler nicht nur ein Aufgebot für die albanische U21 bekommen. Berami steht auch auf der Liste von Eduardo Rea, dem Trainer der A-Nationalmannschaft. Der plant mit dem Benfica-Talent für die beiden Testspiele gegen Spanien und Georgien. Albanien statt Schweiz. Berami stand also vor der Wahl, vor 4.000 Zuschauer auswärts im Stadion von Espanyol Barcelona gegen die spanischen Stars wie Torres, Morata und Pedri auflaufen oder auf dem Willer Bergholz gegen die rumänische U20 kicken. Der 19-Jährige hat sich nun für die erste Option entschieden. Adria Berami wird nach unseren Informationen in die albanische Nationalmannschaft einrücken, sagt der Schweizerische Fußballverband auf Anfrage von 20 Minuten. Immerhin, da es sich nur um 2 Testspiele handelt, wäre Berami weiterhin für die Schweizer Nati spielberechtigt. Dass ein Wechsel durchaus im Rahmen des Möglichen ist, zeigt der Blick in die Vergangenheit. Im März 2019 lief der Innenverteidiger zweimal für die U19 Albaniens auf, ein paar Monate später debütierte er in der Schweizer U18 Nati.